Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Update. Diesmal nicht über Bitcoin, sondern wir werden in diesem Video über Ethereum sprechen. Leute, ich habe alleine in den letzten 24 Stunden mehr als 300.000 Dollar in Ethereum verloren. Wir werden in diesem Video ganz genau und detailliert alles besprechen. Und nicht nur das, Leute, wir werden ebenfalls darüber sprechen, wann möglicherweise der nächste beste Zeitpunkt ist, um einen neuen Ethereum Long Trade zu setzen. All das Ganze hier in diesem Video. Deshalb bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Und wenn euch dieses Video gefällt, beziehungsweise wenn es euch gefällt, dass ich auch mal über andere Coins spreche, wie ja zum Beispiel in diesem Video Ethereum, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es wäre wirklich fantastisch, wenn wir auf diesem Video die 250 Daumen nach oben schaffen würden. Und natürlich auch, Leute, sehr, sehr wichtig, wenn ihr neu seid auf meinem Channel, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke. So seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Und dann würde ich einmal sagen, dass wir direkt hier anfangen, über Ethereum zu sprechen. Leute, ich habe ja bereits in mehreren Livestreams schon darüber gesprochen gehabt, dass ich ein sehr großer Fan bin von Ethereum, dass ich sehr viel erwarte von Ethereum in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, beziehungsweise einfach auf Long-Term gesehen. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ungefähr 70% von meinem ganzen Krypto-Portfolio in Ethereum steckt. Deshalb könnt ihr euch auch vorstellen, wie unangenehm das jetzt erstmal für mich sein muss, dass ich so viel Geld innerhalb von 24 Stunden verloren habe. Wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt auch fragen, Kero, warum hast du 70% überhaupt Ethereum besessen? Das habe ich natürlich, wie gesagt, schon in meinen alten Videos erklärt gehabt. Aber Leute, ich glaube, dass neben Bitcoin einer der wenigen Altcoins, die es schaffen werden, werden dann sein Ethereum und noch ganz wenige, zwei, drei andere Coins. Deshalb, weil ich das Potenzial in Ethereum gesehen habe, habe ich in Ethereum investiert. Und jetzt habe ich erst einmal sozusagen die Rechnung dafür bekommen, dass ich in Ethereum investiert habe. Aber was glaubt ihr, Leute, was ist jetzt die beste Möglichkeit? Sollte ich meine Ethereum verkaufen? Oder glaubt ihr, ich sollte weiterhin an meinen Ethereum festhalten und weiterhin daran glauben, dass Ethereum ein super Projekt ist, dass das Ethereum in den nächsten Monaten noch stark ansteigen wird? Schreibt es einmal jetzt gerne in die Kommentare rein, was eure Meinung dazu ist. Aber Leute, lasst uns hier einmal Tacheles sprechen. Lasst uns in den Ethereum-Chart reingehen und einmal uns anschauen, was jetzt gerade passiert, wovon wir ausgehen können in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten. Dazu gehen wir einmal direkt zu TradingView. Leute, was geht hier ab? Was geht ab mit ETH? Wir befinden uns hier im Ethereum Einwochenchart und wir können hier sehen ein ultra bombastisches, heftiges, bärisches Pattern, ein sogenanntes Head and Shoulders Pattern. Natürlich Head and Shoulders Pattern, wenn man Head and Shoulders Pattern alleine schon sagt, ist das irgendwie schon ein komisches Gefühl mittlerweile. Jedenfalls, wir haben hier ein bestimmtes Preisziel und natürlich können wir uns auch denken, dass dieses Preisziel ziemlich weit unten sein muss, da wir hier ein extrem hohes Head and Shoulders Pattern, ein ziemlich großes Head and Shoulders Pattern haben. Wir haben hier ein Preisziel aktuell, nachdem wir nach unten ausgebrochen sind, welches bei in etwa 1200, 1250 Dollar liegt. Ja, Leute, das ist das, was wir hier erst einmal auf unserem größeren Timeframe, auf unserem Ethereum Einwochenchart sehen können. Was glaubt ihr, wird Ethereum 1250 Dollar erreichen oder nicht? Schreibt auch das gerne einmal in die Kommentare rein. Aber Leute, wir sollten natürlich auch darüber sprechen, wann möglicherweise der nächstbeste Zeitpunkt ist, um in Ethereum zu investieren, beziehungsweise um einen Ethereum Long Trade zu setzen. Ich habe ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir hier ein Preisziel jetzt aktuell bei 1250 Dollar haben. Im Umkehrschluss würde das natürlich auch bedeuten, dass dann wieder ein potenzieller Zeitpunkt ist, wo Ethereum ein Reversal hinlegen wird, das heißt wieder umkehren wird und dann nach oben gehen wird. Und das ist möglicherweise auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um dann einen Ethereum Long Trade zu setzen. Ich werde vermutlich diesen Trade setzen und ich werde wahrscheinlich auch, beziehungsweise ziemlich sicher werde ich meine Ethereum weiterhin festhalten, werde diese nicht verkaufen, so wie ich es auch genau bei Bitcoin getan habe. Auch im Bitcoin Chart haben wir jetzt gerade noch sehr, sehr spannende Entwicklungen, aber das Beste ist nach wie vor HODL. Und sei das einmal gesagt, Leute, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann bis zu meinem nächsten Video. Passt auf euch auf. Bye, bye.